Ungewollt Gewicht zunehmen ist einfach und so wird die Welt leider immer nur noch dicker und noch dicker. Dauerhaft schlank und durchtrainiert zu bleiben ist allerdings auch sehr einfach, zumindest immer dann, wenn man genau weiß, worauf man sich tatsächlich in der Praxis und im eigenen Leben fokussieren sollte. Und nein, ich rede hier nicht von Mainstream-Ratschlägen wie, dass wir einfach nur auf Zucker verzichten sollten, Low Carb machen müssten oder endloses intermittierendes Fasten betreiben sollten. In den letzten 3 Jahren habe ich so über 100.000 Frauen und Männer begleitet und wir haben nicht nur gemeinsam unsere persönliche Bestform erreicht, sondern auch herausgefunden, welche Strategien in der Praxis wirklich relevant sind, worauf man seine begrenzte Energie und seine begrenzten Ressourcen fokussieren sollte, um so dauerhaft schlank, fit und durchtrainiert zu bleiben. Die Top 5 Gewohnheiten möchte ich dir heute in diesem Video verraten und dir somit ganz klare Empfehlungen und Ratschläge mit in die Hand geben, an denen du dich orientieren kannst, damit du nicht nur abnehmen, sondern auch dauerhaft schlank und definiert bleiben kannst. Ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei, sondern steigen direkt ein mit Gewohnheit Nummer 1. Gewohnheit Nummer 1, um dauerhaft schlank zu bleiben, besteht darin, dass wir eine feste Mahlzeitenstruktur haben und unsere Ernährungsaufnahme nicht einfach rigoros dem Zufall überlassen. Dies wird dazu sorgen, dass wir kontinuierlich gesättigt sind und eben nicht an Heißhunger und Binge-Eating-Attacken leiden werden. Während die Menschen, die zum Beispiel die Annahme haben, dass es eine gute Idee wäre, bestimmte Mahlzeiten einfach auszulassen und so Kalorien einzusparen, häufig am genauen gegenteiligen Effekt leiden und eher ungesättigter sind bzw. viel eher zu Heißhunger und Binge-Eating-Attacken neigen. Das Ganze sieht in der Praxis häufig dann leider so aus, dass man vielleicht nicht ganz so viel Hunger hat, um jetzt Mittag zu essen, dass dann aber einige wenige Stunden danach der Hunger unerträglich wird und viele von uns dann nicht mehr die Muße haben, sich die Zeit zu nehmen und eine nährstoffreiche Mahlzeit zuzubereiten mit viel Gemüse, weniger Kalorien und dass diese Menschen dann eher dazu neigen, jetzt schnell und akut zu hochkalorischen Süßigkeiten und Lebensmitteln zu greifen, um einfach schnell ihren Heißhunger zu stillen. Das Ganze sorgt nicht nur für eine absolut ungesunde Beziehung zum Thema Essen und Ernährung, sondern auch dafür, dass wir unterbewusst und ungewollt viel mehr Kalorien konsumieren, als zum Beispiel die Menschen, die einfach eine feste Mahlzeitenstruktur haben und sich auch grundsätzlich an diese halten werden. Aus diesem Grund ist es eben keine gute Idee und man tut sich damit keinen Gefallen, weder für die Gesundheit noch für den langfristigen Fettverlust, wenn man einfach rigoros und dem Zufallsprinzip überlassen, Mahlzeiten einfach komplett auslässt. Und es sind eher die Menschen, die eher auf eine Struktur und Ordnung in der Ernährung setzen, die langfristig Fett verlieren und dauerhaft schlank bleiben. Von daher Gewohnheit Nummer 1, überlege dir eine Mahlzeitenstruktur, die in dein Leben passt. Das können zwischen 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag sein und halte dich auch dann tatsächlich an diese Mahlzeiten, während du zwischendurch, so gut es nur geht, auf jegliche Snacks verzichten solltest bzw. unterbewusst und ungewollte Kalorien bomben. Gewohnheit Nummer 2, um dauerhaft schlank zu bleiben, baut dabei direkt auf Gewohnheit Nummer 1 auf. Und es ist die Gewohnheit, zu jeder Mahlzeit viel Protein zu sich zu führen bzw. darauf zu achten, dass jede Mahlzeit, die wir zu uns führen, auch ein gewisses Mindestmaß an Protein aufweist. Protein ist dabei nicht nur wichtig, um Muskulatur aufzubauen, um uns besser zu regenerieren bzw. grundsätzlich eine erfolgreiche Body Recomposition zu erreichen. Protein ist auch der eine Makronährstoff, der am sättigsten von allen anderen Makronährstoffen ist. Das Ganze beruht auf dem sogenannten Protein-Hebel-Effekt. Und aus evolutionärer Sicht ergibt genau das auch nur Sinn. Der Protein-Hebel-Effekt beschreibt dabei, dass wir so lange Hunger haben werden, bis wir ein gewisses Mindestmaß an essentiellen Aminosäuren in Form einer Mahlzeit zu uns genommen haben. Denn es sind vor allem die essentiellen Aminosäuren, die unser Überleben sichern, die essentielle Stoffwechselprozesse überhaupt erst anstoßen, damit wir uns regenerieren können und grundsätzlich leben und überleben werden. Hier spielen weniger Kohlenhydrate und Fette eine wichtige Rolle, die haben auch eine wichtige Rolle in der Ernährung. Es sind aber vor allem die essentiellen Aminosäuren, die wir in Form des Proteins benötigen, um grundsätzlich sicherstellen zu können, dass wir überleben werden. Aus genau diesem Grund hat unser Körper den Mechanismus entwickelt, dass wir so lange hungrig sein werden, bis wir eben ein bestimmtes gewisses Mindestmaß an Protein bzw. essentiellen Aminosäuren zu uns genommen haben. Aus genau diesem Grund ist es auch umso wichtiger, auf die Proteinmenge in einer gegebenen Mahlzeit zu achten. Und meine Empfehlung lautet hier, dass du mindestens zwischen 20 bis 50 Gramm Protein, abhängig vom Körpergewicht, von der Körperkomposition, wie viel Muskelmasse und wie viel Fett man aktuell hat, wie groß, wie schwer man ist, in jeder Mahlzeit zu sich nimmt. Aus Studien wissen wir, dass die optimale Proteinzufuhr pro Mahlzeit bei 0,4 bis 0,55 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht liegt. Daran kannst du dich grob orientieren, aber in den meisten Fällen äußert sich das in einer Proteinmenge von 20 bis 50 Gramm. Und genau darauf solltest du pro Mahlzeit achten. Gewohnheit Nummer 3, und hier blutet mir häufig als Coach das Herz, wenn ich das besonders bei Menschen sehe, die sonst so viel richtig machen, besteht darin, dass wir jeden Tag zwischen 7 bis 9 Stunden Bettzeit aufweisen. Schlaf ist essentiell, um langfristig fit, durchtrainiert und grundsätzlich schlank zu bleiben. Und es sind ausgerechnet die Menschen, die häufig an ungewolltem Übergewicht leiden,
die viel zu wenig schlafen, die einfach ihren Abend ruinieren, indem sie den ganzen Abend am Handy rumhängen, auf Netflix chillen oder ein YouTube-Video nach dem nächsten blicken, nicht rechtzeitig ins Bett gehen und nicht die notwendige Regeneration bekommen, die sie allerdings eigentlich brauchen würden. Und wenn wir hier zum Beispiel uns die Menschen angucken, die mehr schlafen im Vergleich zu Menschen, die weniger schlafen, sehen wir ganz klar, diese Menschen werden mehr Muskelmasse haben, sind regenerierter, sind produktiver im Alltag, haben weniger Heißhunger und können sich grundsätzlich besser an ihre Ernährung halten, während die Menschen, die deutlich weniger schlafen, einem akuten Schlafmangel leiden, zu mehr Heißhunger und Binge-Eating-Attacken leiden und unterbewusst im Schnitt jeden einzelnen Tag bis zu 500 Kalorien mehr konsumieren. Aus genau diesem Grund ist es mein Appell an dich als Coach, dass du deinen eigenen Schlaf priorisierst. Denn er wird nicht dafür sorgen, dass du produktiver und aktiver in deinem Leben bist, dein Leben mehr genießen kannst und länger lebst, sondern dass du auch tatsächlich schlanker und gesünder lebst und dauerhaft schlank und fit bleiben wirst. Wunder Nummer 4 besteht darin, dass du regelmäßig im Krafttraining bist. Und ich rede hier von 2 bis 4 festen Tagen, die du jede einzelne Woche im Krafttraining sein solltest. Was wir brauchen, ist nicht unbedingt eine 7-Gym-Tage-Woche, um viel Muskulatur aufzubauen. Was wir allerdings brauchen, ist eine feste Struktur. Und die Menschen, die dauerhaft schlank bleiben und fit, sind die Menschen, die regelmäßig im Krafttraining sind. Das Krafttraining wird nicht nur für einen erhöhten Kalorienverbrauch sorgen, sondern baut auch Muskulatur auf. Und dass, wenn wir mal mehr Kalorien konsumieren, dass diese eben nicht in Körperfettanteil eingelagert werden, das funktioniert zwar auch, aber vor allem, dass wir auch gut Muskulatur aufbauen und unseren Überschuss gut verwerten können, indem wir einfach neue Kraft und Muskulatur aufbauen werden. Das bedeutet für dich, und wenn du dauerhaft schlank sein möchtest, Krafttraining ist nicht optional. Krafttraining ist der Treiber der körperlichen Aktivität, um langfristig eine Traumfigur zu erreichen und diese auch tatsächlich zu halten. Hier gilt das Gleiche wie bei der Mahlzeitenstruktur. Überlege dir eine Struktur, die tatsächlich für dich und für dein Leben geeignet ist, mit der du dich wohlfühlst. Meine Empfehlung für dich lautet allerdings, dass du zwischen 2 bis 4 festen Tage pro Woche aktiv im Krafttraining sein solltest. Bei mir sind es ungefähr 3,5 bis 4 Tage zur Orientierung und das reicht auch absolut aus, um viel Muskulatur aufzubauen und einen athletischen Körper zu haben. Gewohnheit Nummer 5 besteht darin, dass wir eine erhöhte Alltagsbewegung haben. Das ist allerdings so ungewiss und so ungenau, dass viele Menschen sich darunter überhaupt nichts vorstellen können. Für mich als Coach und für viele Leute, die sich erfolgreich transformieren, bedeutet eine erhöhte Alltagsbewegung, dass wir am Tag zwischen 5.000 bis 10.000 Schritte jeden einzelnen Tag gehen. Spaziergänge, Umwege zur Arbeit oder dass man zu Fuß zum Supermarkt geht und dass man eben nicht den ganzen Tag nur auf der Couch liegt und die Füße hochlegt. Und leider sind es genau die Menschen, die nicht in der Lage sind, Fett zu verlieren bzw. langfristig ihre Figur zu halten, dass es die Menschen sind, die eben eine extrem geringe Alltagsbewegung aufweisen. Und so kenne ich Leute aus dem persönlichen Umfeld bzw. in Online-Form, die es schaffen, am Tag weniger als 1.000 Schritte zu gehen. Das ist natürlich absolut katastrophal. Und wenn wir uns den Kalorienverbrauch anschauen, dann sehen wir ganz klar, dass der Kalorienverbrauch durch unsere Alltagsbewegung die zweitgrößte Komponente darstellt, neben dem Grundumsatz, um mehr Kalorien zu verbrennen. Es ist nicht der Sport oder irgendwas anderes, es ist primär unsere Alltagsbewegung. Und vor allem, wenn wir jeden einzelnen Tag eine erhöhte Alltagsbewegung anvisieren, multipliziert sich das natürlich über die Wochen, Monate und sogar Jahre und äußert sich in einem immens hohen Kalorienverbrauch. Von daher, visiere jeden einzelnen Tag zwischen 5.000 bis 10.000 Schritte jeden einzelnen Tag an, die du einfach abläufst und stelle somit sicher, dass du wirklich eine erhöhte Alltagsbewegung hast und somit mehr Kalorien im Alltag verbrennst und damit auch deutlich besser und einfacher schlank bleiben wirst. Yes, das sind die 5 Gewohnheiten, auf die du dich fokussieren solltest, wenn du langfristig schlank, fit und definiert bleiben möchtest. Und das Ganze auch ohne Kalorien zu zählen oder auf Zucker zu verzichten oder andere Maßnahmen umzusetzen, die mit der echten Welt überhaupt nichts zu tun haben. Fokussiere dich auf die 5 Punkte und du wirst langfristig erfolgreich werden. Das Ganze nochmal zusammengefasst, habe eine feste Mahlzeitenstruktur, iss zu jeder Mahlzeit viel Protein dazu, priorisiere deinen Schlaf, sei regelmäßig im Krafttraining und habe eine erhöhte Alltagsbewegung in Form von 5.000 bis 10.000 Schritten, die du jeden einzelnen Tag abläufst. Damit wirst du erfolgreich werden. Wenn du grundsätzlich mehr über das Thema Abnehmen und den Fettverlust erfahren möchtest, kann ich dir außerdem mein neues Buch empfehlen. Das ist die Fettverlustfibel, die simple Wissenschaft zum ewigen Fettverlust, wo wir uns genau diese Thematiken anschauen werden und noch tiefer in Details reingehen werden. Das Ganze kannst du dir kostenlos zusenden lassen. Ich möchte daran keinen Cent verdienen. Ich möchte, dass der Wahnsinn und vor allem der Diätwahnsinn für immer aufhört. Check jetzt einfach mal gerne den ersten Link in der Beschreibung aus. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg bei diesen Gewohnheiten, viel Spaß beim Abnehmen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleib anabol, dein Zert. Ciao.